Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Heute schauen wir uns die Kassetten bei Mevaco an. Das ist eigentlich eine absolute Neuigkeit, weil bisher hatte Mevaco immer nur flache Teile im Sortiment. Jetzt erstmalig können wir auch 3D-Teile bzw. gekantete Teile anbieten. Wir sehen hier die Vorlagen, die wir gerade haben. Wir haben 5 Kassettenvorlagen zur Auswahl. Diese werden dann zukünftig auch ständig erweitert. Wir beginnen einfach mit der einfachen Kassette. Das ist die einfachste Kassette. Die hat nur eine Kantung. Und zwar, wie ihr seht, hier steht 40 mm. Wir könnten die maximal auf 50 mm setzen. Das ist die maximal zulässige Abmessung für einen Schenkel. Hingegen die Abmessung der Kassette, die ist maximal 1405 mal 2980. Jedoch müssen wir davon, das wäre aber die flache Abwicklung, die maximale flache Abwicklung, wir müssen dann immer diese Schenkellängen hier abziehen. Das heißt, wir lassen jetzt wieder mal 1000 und 1000. Hier können wir auch bestimmen, ob die Kassette an allen 4 Seiten gekantet wird oder nur links oder rechts oder oben oder unten. Wir können hier die Gradseite bestimmen, ob der Stempel von unten oder von oben eintreten soll. Wir klicken auf Erstellen. Jetzt sehen wir hier die Abwicklung, die flache Abwicklung mit den Ausklinkungen dazu. Wir könnten diese Kontur auch bearbeiten. Zum Beispiel, wir können hier was abziehen. Machen wir hier eine Aussparung. Unter Lochfeld platzieren wir wie immer unser Lochfeld. Das heißt, unter das Anpassungswerkzeug können wir das Lochfeld platzieren. In dem Teil müssen wir dieses Kassettenloch-Tool verwenden. Wir setzen hier den Rand fest. Jetzt voreingestellt sind 10 mm. Wir lassen das mal so. Klicken einfach hier mit diesem Tool hier im Lochfeldbereich und setzen hier unser Lochfeld. Ihr seht, es wird ein umlaufendes Lochfeld erstellt. Wir könnten sogar auch hier in diesen Schenkel noch Lochfelder platzieren. Wir probieren hier mal eines hier, eines links und eines oben, oben rechts aus. Bei Befestigungslöcher, hier hätten wir die Möglichkeit, noch Befestigungslöcher hinzuzufügen. Und unter Vorschau sehen wir das fertige Resultat. Aber um diese Platine genau zu begutachten, müssen wir hier die Ansicht drehen. Das geht hier über diese Pfeiltasten. Wie ihr seht, sieht man jetzt diese 3D-Ansicht der Platine. Man sieht auch, wo wir die Lochfelder überall platziert haben, hier, hier und hier. Wir sehen auch die gekanteten Teile und diese Aussparung. Wir können auch zoomen mit dem Mausrad und mit der rechten Maustaste können wir uns frei bewegen, um das Ganze besser zu begutachten. Wenn wir wieder zurück möchten zur Standardansicht, müssen wir einfach hier auf diesen Quadrat auf Front. Hier, es genügt hier einmal einen Klick auf Front zu machen, dann haben wir schon die vordere Ansicht da. Jetzt schauen wir uns die nächsten Vorlagen an. Das war jetzt die einfache Vorlage. Das gibt es jetzt auch die doppelte mit doppelte Kassette nach innen. Wie ihr seht, hier haben wir den zweiten Schenkel. Dieser kann aber maximal 50% vom ersten Schenkel sein. Das heißt 20 bei 40 oder wenn wir das jetzt auf 50 hochsetzen, dann könnte dieser Schenkel auf 25 Millimeter betragen. Wir lassen hier auch, lassen wir mal nur oben links und rechts, klicken auf Verstellen. Hier sehen wir jetzt die flache Abwicklung, die könnte man wieder bearbeiten. Hier das Lochfeld platzieren. Wir schauen uns jetzt aber nur die Platine an. Ich drehe wieder das Teil. Und ihr seht, man kann hier sehr gut die Doppelkantung erkennen, auch in dem Bereich. Wir können etwas zoomen. Das war jetzt die doppelte Kassette, doppelt nach innen. Wir haben das gleiche, jetzt hier doppelte Kassette nach außen. Da ist der zweite Schenkel eigentlich nach außen gerichtet. Wir lassen da alles, wie es ist und schauen uns nur die Vorschau an. Wir machen hier nur einen Schnelllauf bei diesen Kassetten. Ihr seht, die Kassette wurde hier mit einer Doppelkantung versehen und die zweite Kantung ist nach außen gerichtet. Dann gibt es noch die Kassette mit Umschlag. Das ist eigentlich wie eine doppelte Kassette nach innen, nur ist der zweite Schenkel dann umgeschlagen, um mehr Stabilität der Kassette zu geben. Lassen wir das auch so wie voreingestellt, schauen uns die Vorschau an und ihr seht, hier haben wir den ersten Schenkel und der zweite ist dann wieder nach innen umgeschlagen.
Und als letztes hätten wir noch die Platine mit Umschlag. Das heißt, die Kassette wird dann umgeschlagen, dass es wird wieder zu einer Platine. Nur hat die eine höhere Stabilität durch diese Kantung. Wir lassen mal das so. Ihr seht auch hier, die Form ist etwas anders hier in der Kontur. Und unter Vorschau, auch hier kann man das Ganze drehen. Und man sieht schon das Endresultat. Das war's schon. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.